Herbst. In dieser wunderschönen, harmonischen Jahreszeit sind die Wälder, wie dieser Wald hinter mir, voll mit Pilzen. Dieser Wald ist ein Steinpilzwald. Ich will heute schauen, ob ich Menschen finde, die Pilze sammeln und zwei, ich... Drei! Verdammte! Was ist denn das schon wieder? Hörst du das? Was ist denn hier los? Wo kommt dieser Lärm her? Keine Ahnung, die Manets drehen ein Video und irgendwas läuft schief und jetzt sind sie angepisst. Wir warten jetzt nicht mehr, das kannst du merken, wir haben die ganze Reithalle hier gemietet und die scheiß Karren hierher gefahren. Wir machen jetzt nichts mit warten. Bestellst du diesen ganzen Kack hier und dann sowas. Sind Sie hier der Verantwortliche? Wer fragt das? Was ist denn hier los? Dieser Krach hier, wir wollen drehen. Wir machen hier öffentlich-rechtliches, professionelles Kompetenzfernsehen, ja? Wir machen ja auch Kompetenzfernsehen. Unser Moderator fehlt nämlich. Ich will jetzt gar nichts hier hören, ja? Bin eh schon auf 180. Ihr Moderator fehlt? Ja, klar. Aber das ist doch kein Grund, mir hier meine Arbeit zu versauen. Was für eine Arbeit? Siehst du aus, als würdest du arbeiten. Also bitte. Obwohl, eigentlich siehst du gar nicht so schlecht aus. Können wir es so machen? Wenn wir sowieso stören, dann drehen sie einfach später weiter und kriegen jetzt ein Bierle von mir und dann spielen sie bei uns Moderator mit. Da sage ich nicht nein. Also, Hand drauf. Vielen Dank. Gebongt. Gebongt. Vielen Dank, super. Check. Das wird eine schwere Geburt. Ja, das glaube ich. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Christenshow des Universums. Das ist nicht irgendeine Abendunterhaltungsscheiße. Nein, dafür würde ich mich niemals hergeben. Das ist Manets of the Universe. Eins, zwei, drei, vier. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur größten Show des Universums. Alles klar. Und dann ganz normal, aber der Anfang muss halt richtig pushen. Alles klar. Okay, go. Mein Name ist Mr. Jack Geil und das sind die Herausforderer des Abends. Okay, und go. Hallo, ihr nutzlosen Scheißer. Zählt eure letzten Stunden als the Manets of the Universe. Jetzt sind wir dran. The Riding Amazons. Amazons, Uli. Die heißen nicht Amazons, sie heißen Amazons. Ach, Scheiße. Und das sind sie, unsere Titelverteidiger. Manets of the Universe. Fünf Spiele werden entscheiden. Langsam. Gut so, ja, ihr gewinnt dieses dumme Rennen. Eins, zwei, drei! Wer zuerst drei Spiele gewonnen hat, holt sich den Titel. Ihr seid so schnell. Super! Und weiter! Ihr gewinnt, ihr seid die Besten, ihr seid die Schnellsten auf der Welt. Weiter rennen, ihr Säckel, weiter rennen! Also, ja, wir lachen so. Er zwinkert ja, er macht ja Augenzwinkern. Ja, sieht man auch so toll. Und wir machen immer nur so. Ich mach so. Ready? Go! Und bitte! Jetzt kommen wir! Wahnsinn! Das ist nicht zu glauben! 2-0 für die Riding Amazons from Hell! Sowas hat es mindestens die letzten 20 Jahre nicht gegeben!
unglaublich! Unglaublich, die! Große Haut, ey! Noch Führer! Noch Führer! Noch Führer! Wahnsinn! Wahnsinn! Die Riding Amazons from Hell stehen kurz vor dem Titelgewinn! Die Frage ist jetzt, kommen die Manets noch einmal zurück? Wir werden es erleben beim Eimersaufen! Seid ihr bereit? Ready! Da ist nichts drin. Oh mein Gott, ich kann es kaum glauben. Komm, wir müssen weiterkommen, Jungs. Go! Oh mein Gott. Oh shit, die haben mich voll bekleckert. Ja, das letzte Spiel. Irre. 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 Alter, eigentlich musst du ja gar nicht was nur treffen. Einmal. Okay, Uli. Auf den Ball drauf. Und go. Gut, und jetzt. Und böse gucken. Oh, oh. Und vorne im Haufen anhalten und Text aufsagen. Der Text war gut, das Lachen danach muss heroischer, böse heroischer kommen. Okay. Richtig der böse. Und länger vor allem. Ja. So. Und Action. Das letzte Spiel heißt Schnick, Schnack, Schnuck. Und da hinten nicht so laut lachen, bitte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt: Willkommen zur größten Show des Universums. Willkommen zu Manets of the Universe! Mains of Scheiße, Manes. Manes. Danke, Jack. Ich stehe hier bei der. Sind die anderen wohl noch zu wenig mit Bier getränkt? Aber. Du bist meine Gitarre, mein allergeilster Freund. Wir haben zusammen von einer Welt geträumt, in der es fürs Stracksein Treuepunkte gibt. Und ich sag ganz leise zu dir: Wir standen am Tresen und tranken noch ein Bier. Du warst genau wie ich, nur wegen uns hier. Wir haben zusammen von einer Nacht geträumt, der der eine zum anderen sagt. Kommt her, alle!